dem Weg zur Arbeit. Willkommen zum ultimativen Behind-the-Scenes von Bublitz. Okay. Matzu? Wie Matzu? Eigentlich sollten alle Lampen auf mich zeigen, auch alle Kameras, ja, weil ich einfach die Schönheit und Schöpfung Gottes bin. Juhu! Servus! Du hast gar nicht erzählt. Ich bin gerade Verspätung. Ja, aber irgendwie so 25 Minuten. Ich bin Kostas und ich wurde heute eingeladen zum Dreh bei Bublitz. Ich werde heute wahrscheinlich über zig verschiedene Themen quatschen und so ein bisschen meine Erfahrungen teilen. Und das wird dann am Ende zu richtig coolen Videos zusammengeschnitten. So, das Ding ist an. Ich habe keine Ahnung, was die Zahlen da drauf sind, was das bedeutet. Das stecke ich mir jetzt in den Arsch. Das stecke ich mir in die Titten. Das sind professionelle Fachbegriffe. So. Ja. Wir sind wieder live hier beim Dreh und Catering beim HR ist echt super. Also die gucken echt, dass einem an nichts fehlt. Da ran, falsch rum und dann kommt der Typ und macht es wieder richtig. Hallo ihr Ameisen. Ich hab so 5000 Klamotten. Das ist jetzt exklusiv bei Rumziehen gefilmt. Wir haben hier einmal den ultimativen Felix hinter der Cam. Er ist der beste Cinematograph der ganzen Welt. Er hat normalerweise nur in seinem Schnittzimmer, wo er kein Sonnenlicht sieht. Ist geil, oder? Hier hinten haben wir dann den Verhütungskasten. Wie hat Bubbles sein Leben verändert? Grundlegend, würde ich sagen. Also dieser Simon Will arbeitet immer ziemlich viel Scheiße, da regt mich immer auf, aber sonst. Ja, ich bin viel aufgeschlossener und mache mir auch mehr Gedanken über jugendliche Themen, über die ich mir sonst nie den Kopf zerbrochen habe. Ich fahre öfter Fahrstuhl. So, jetzt. So, erzähl mal. Hier am Set von Bubbles. Ach, richtig Spaß. Das war deine Lieblingsfolge bisher und was war dein größter Fail hier in diesem Studio? Das war beides zusammen auf jeden Fall die Taschenmuschi. Also alles, was die Folge mit der Taschenmuschi und die Taschenmuschi selber sind auf jeden Fall das Beste und auch irgendwie das Schlimmste und Komischste, aber auch mit Abstand Erotischste und auch Heftigste und Clickbaitigste und alles nur gar nichts. Ich fand zwei Folgen richtig witzig und das war einmal dieses Emojis erraten. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, die Stimmung war hier im Set einfach mega witzig. Ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern an diesen Anti-Mobbing-Dance und als ich den gemacht habe, dachte ich so, Gott, was mache ich hier? Und dass ich 10-mal die Lampe umgekickt habe und ich mich wirklich am Ende schon ein bisschen geschämt habe. Die ersten 5-mal war noch so, nein, komm, das passiert jedem und dann immer mal so, Mann, pass doch mal auf. Themen, die Jugendlichen ja beschäftigen und wir können darüber so ein bisschen quatschen und ein bisschen auch vielleicht aufklären und ein bisschen auch der große Bruder und die große Schwester sein. Also ich finde vor allem schön, dass wir wirklich in den Kommentaren und in den Mails die Möglichkeit haben, wirklich in Kontakt zu treten und das Gefühl haben, also die können sich wirklich mit den Problemen an uns wenden, wenn sie welche haben. Genau, hast einen Pickel gefunden. Es brennt! Oh Gott! Ich habe Bubbles ja groß gemacht, das muss man sagen. Und Bubbles hat mich groß gemacht. Also ich kriege ja Millionenbeträge mittlerweile, ne? Also bin ja jetzt auch in der Villa und überhaupt in die Villa. Ich habe noch eine extra Villa bauen lassen für mein Make-up, was ich jetzt in dieser Sendung vorstellen werde. Und das Make-up heißt, du wirst dich einkacken, Beauty. Die Leute aus der Maske sind schon sehr schön, muss ich sagen. Ich habe so richtig rote Augen. Deswegen. Es brennt viel. Okay. Tut so weh. Matzu? Wie Matzu? Augen zu. Tut so weh. Aber jetzt ist doch gut, oder? Ja. Hey Leute, das war das Making-of von einer oder mehreren Folgen Bubbles. Und was soll ich nochmal sagen? Dass es lustig ist, ne? Das ist sehr, sehr lustig hier zu arbeiten.